Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird's absolut krass, denn wir werden einfach heute eine Challenge machen, und zwar zu dritt. Und zwar die Challenge heißt ganz einfach, der beste Trick gewinnt die ganze Challenge, und wir werden heute die ganze Zeit das hier in der Halle machen. Wir haben hier die 180 Resi zur Verfügung, und diese 180 Resi werden wir heute komplett auseinandernehmen. Erstmal Schere, Stein, Papier, wer anfängt, und mal gucken, wie es dann läuft. Wir haben hier einmal den man schon aus meinen Videos kennt, und Niklas, was geht, Bro? Was geht? Wir spielen jetzt Schere, Stein, Papier. Die Regeln sind klar, oder? Wir machen Punkteverteilung 1 bis 10, und wer am meisten Punkte am Ende hat, gewinnt die Challenge. Okay, Schere, Stein, Papier. Der Erste fängt an, der Gewinner besser gesagt. Komm, let's go. Schere, Stein, Papier. Oh, Niklas ist Letzter. Komm, Dean. Schere, Stein, Papier. Okay, ey, du fängst an, ne? Du fängst an mit deinem ersten Trick. Gut, ja. Wir fangen an. Insgesamt machen wir 5 Tricks jeder. Du fängst an und wir beide müssen jetzt fair bewerten. Dean macht deinen ersten Trick. Hast du schon eine Vorstellung? Ich werde erstmal ein bisschen einfach anfangen, damit ich so eine kleine Basis habe, und dann steigere ich mich immer. Mach ein Kickless. Kickless, ja? Okay, ja. Gut, mach mal. Mal gucken, was wird. Übrigens haben wir jeder nur einen Try, den Trick zu landen. Deswegen ist es absolut eklig, diese Challenge, und vor allem schwer. Außerdem, ganz kurz nebenbei, mir ist aufgefallen, dass ganz wenig von euch einfach meinen Kanal abonniert haben. Also abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Hier auf dem Kanal. Es ist kostenlos. Wir fangen jetzt an. Okay, Dean fängt an. Kickless, und? Oh, er schafft den, und der war sogar clean. Gut, Niklas und ich müssen es erstmal beraten. Ich fand, er war schon clean gelandet und sah auch stylisch aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er war ein bisschen weit unten gelandet, aber ich würde sagen, für den ersten Trick war es auf jeden Fall schon mal eine 6. 6 Punkte? Okay, eingeloggt, 6 Punkte für Dean. Jetzt bin ich dran mit dem nächsten Trick. Ich muss erstmal überlegen, was ich machen muss. Digga, einen stylischen Trick, einen nicen Trick zu finden, ist schon echt schwer, und vor allem mit meinem kaputten Knöchel ist es nicht nice. Aber wir machen jetzt erstmal hier einen Razy 180 Trick. Let's go. Da ich halt nicht so viel machen kann und ich heute noch kaum gefahren bin, um ehrlich zu sein, ich versuche jetzt erstmal einen Flair. Den habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, hier schon versucht und auch geschafft. Ein Flair jetzt auf die Resi. Ich hoffe, ich schaffe den einfach mal. Der war aber sketchy, Digga. Oh mein Gott. Der war gut. Ihr könnt jetzt erstmal sagen, was ich jetzt als Punkte bekomme. Sprich du dich mal mit Niklas ab, damit ich Bescheid weiß, was ihr mir geben würdet. Und ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, wie viele Punkte ihr dem jeweiligen gegeben hättet. Also, sprecht euch mal bitte ab. Ich bin mal gespannt. Also, ich würde sagen, das war eine solide 5. Was hast du? Ja, ich schieße mich da auf jeden Fall an. Er war ja nicht so hoch. Aber man muss ja auch immer berücksichtigen, Kieran ist ja gerade erst wieder drin. Und deswegen solide 5. Wofür habt ihr euch entschieden? Wir haben uns jetzt für eine solide 5 entschieden. 5, damit bin ich zufrieden. Hätte nicht gedacht. Aber ich kann ja, wie gesagt, nicht so krass Tricks machen. Jetzt ist Niklas rein mit seinem ersten Trick. Die Punkte werden bis zum Ende zusammengezählt. Jetzt machen wir erstmal diesen verdammten Trick und rennen jetzt erstmal jetzt weiter, würde ich sagen. Okay, Niklas, hau raus, was ja, jetzt machen? Ich versuche erstmal ein bisschen mit was Steasierem. Ich versuche mich an dem Whip-Invert, einer meiner Lieblingstricks. Warte, meinst du jetzt nicht in Whip-Ry, oder? Also nein, der Invert tatsächlich. Oh, okay, der ist stylisch. Also Dean, wenn er ihn schafft, dann... Sieht man echt nicht häufig, sieht man nicht mehr häufig. Wollte gerade sagen, also die sind nicht mehr so aktuell, die Tricks, um ehrlich zu sein. Du bist ein bisschen oldschool noch hängen geblieben. Aber wenn er den richtig nice macht, Digga, dann 10 von 10, ganz klar. Wir gucken erstmal, ob Niklas ihn überhaupt schafft, weil der ist wirklich nicht einfach zu schaffen. Also komm, wir machen. Okay, Niklas. Oh, Whip Invert, was? Der war richtig brutal nice. Warte, ich muss mal hochkommen. Alter, der war richtig stylisch aus, Mann. Der war richtig wild. Vor allem, der war richtig bis zu den Schultern angezogen. Richtig bis hierhin. Was ist die Bewertung? Was haust du sagen? Es war kein, ich sag mal, so eine krasse Kombo. Aber es war ein schöner Trick. Aber der war richtig schön und clean. Ich würde sagen 8. Ich hätte es tatsächlich auch gesagt, so um die 7, 8. Weil er jetzt 8 gesagt hat, würde ich einfach auch sagen 8. Dean hat insgesamt 6 Punkte. Ich hatte insgesamt 5 Punkte. Ich meine, Flair ist jetzt auch nicht so krass besonders gewesen. Aber es ist trotzdem schwer für mich. Und Niklas in Führung bis jetzt, Platz 1, 8 Punkte, aber wir haben jetzt noch 4 weitere Tricks, die wir machen können. Das bedeutet, dass wir jetzt nochmal alles raushauen können, was wir können, und jetzt wird's richtig spannend, also let's go, weiter geht's. Zweite Runde, Dean. Du darfst jetzt dann erst deinen zweiten Trick, besser gesagt, vorsagen. Hau raus, hast du schon eine Idee? Ja, Bar Inward. Bar Inward, ja. Jetzt aber nicht Inward, wie er gemacht hat, sondern Inward Bry. So. Okay, Bar Inward Bry, ich bin gespannt. Ich gehe jetzt runter, guck mal, wie der Trick aussehen wird und ob er ihn überhaupt schaffen wird, weil ich glaube, das ist echt ein schwerer Trick, um ehrlich zu sein. Wir gucken einfach mal, und wie gesagt, wer gewinnt, schreibt in die Kommentare und ratet einfach mal. 7, 2, Bar Inward Bry. Ey, er hat ihn geschafft. Aber wie gesagt, war halt nicht so nice gelandet. Aber ey, du hast ihn wenigstens geschafft. Sehr nice gemacht. Eklig, also Niklas, hau raus. Hast du eine Idee? Ich persönlich mag den Trick übelst. Ich mach den leider immer nur über die Box. Aber leider war er nicht ganz clean gelandet. Deswegen wird die 8 leider zu einer 7. Also hätte er in clean gelandet, hättest du jetzt gesagt, dass er eine 10 bekommt? Nee. Also eine 8, vielleicht eine 9, wenn er richtig schön gecatcht gewesen wäre. Aber leider Abzug. Okay, gut. Ja, dann würde ich auch sagen, ich hätte auch so in den Dreh gesagt, so zwischen 7 und 9 irgendwie. Also kriegt er eine 8, ja? Ist eingeloggt. Alles klar. Warte, eine 7. Digga, ich bin schon komplett durch. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wer überhaupt führt. Aber du hast 8 Punkte, das weiß ich. Ja. Also insgesamt hat Dean insgesamt 14 Punkte. Dean führt, weil er halt auch der zweite Trick schon gemacht hat. Jetzt bin ich dran und ich weiß noch nicht, was ich machen soll, weil um ehrlich zu sein, kann ich nicht viel machen. Aber die beiden werden es berücksichtigen, dass ich halt nicht so gut fahren kann wie sonst immer, wegen meinem Knöchel. Also ich überlege mir jetzt was und hau dann jetzt mal einen Trick raus. Ich hoffe, es wird ein Banger. Der Trick ist jetzt gerade ein bisschen riskant für mich, aber ich werde jetzt einen Double Finger Whip Air machen. Ob der was wird, ich habe keine Ahnung. Komm, wir gucken einfach mal.
Yo. Oh mein Gott, Double Finger Whip auf der ersten. Aber ey, ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn schaffe. Weil ich habe noch nie einen Double Finger Whip gemacht. Das war gerade wirklich mein erster Double Finger Whip. Bisschen Tokyo Drift am Ende, aber ich würde sagen, das zählt. Wir gucken einfach mal, was sie jetzt sagen, wie viele Punkte ich bekomme. Und ich bin einfach mal gespannt, wer einfach führt. Digga, das wird echt spannend jetzt gleich. Okay, wie viel wollt ihr machen? Haut mal raus. Ja, also man muss ja erstmal sagen, dadurch, dass es der First Try auch jemals war. Digga, anders also, wild. Richtig dann, geil. Ich hätte eigentlich schon fast gesagt 9 oder vielleicht sogar überlegt, dass es die 10 sind. Weil in so einem Spiel einfach den Trick das erste Mal zu versuchen, das ist schon, da muss man schon Eier haben. Aber leider dieser kleine Drift und er war auch ja nicht so hoch im R. Das also stimmt, ich gebe wirklich, ja eine gute 8. Digga, eine 8 ist richtig stabil. Ich bin mega zufrieden. Ja, also ich würde so eine 2 geben. Was? Nein, ich würde 8 ist schon ganz gut. Wirklich? Hätte ich nicht damit gerechnet? Ich dachte jetzt so vielleicht 7, 6 oder so. Aber Digga, 8, sehr wild. Gut, jetzt ist Niklas dran. Hast du schon eine Idee? Ich muss noch mal kurz überlegen. Überlegt er jetzt einfach mal. So, Niklas, hau mal raus. Was ich habe mich festgelegt, ich werde jetzt den Whip Buttercup versuchen. Also ich bin mal gespannt, ob er jetzt den Whip Buttercup schafft. Digga, ich glaube nicht, dass ich ihn schaffen werde. Doch, also Niklas, alter Hase, früher immer schon gemacht. Ich glaube, ein bisschen Potenzial steckt noch in Niklas. Digga, mal schauen, Alter. Ich zeig euch jetzt mal, wie es funktioniert. Mach erstmal. Oh Gott, ich glaube, den macht er nicht. Ich glaube, den wird er niemals schaffen, Digga. Whip Butter? Auf dem ersten? Weiß ich nicht. Okay, dein erster Try für Whip Butter. Oh, nein, Niklas! Digga, aber der war gut. Der war gut, aber nicht gut genug, Digga. Scheiße. Hast nicht geschafft, Bro. Das heißt, er bekommt leider 0 Punkte, Niklas. 0 Punkte hast du jetzt dafür bekommen. Ja. Ich hab's riskiert. Insgesamt, Niklas hat jetzt gerade diese Runde gar nichts gewonnen. Aber du hast noch 3 weitere Runden, um dann Punkte aufzuholen. Komm, hau mal was raus. Ich will was Cooles sehen. Hast du eine Idee? Ich probiere jetzt einfach mal einen Capron Flip. Ich weiß nicht, ob den alle kennen, aber das ist so praktisch ein Whip Front und dann so und dann. Oh, okay, Capron Flip. Also, du kannst damit richtig gut punkten, weil der Trick ist echt nice, sieht geil aus. Also, da kann man ein bisschen Kritik natürlich finden, aber wenn er wirklich perfekt ist, dann ist er einfach geil, Digga. Also, wir gucken mal, ob er ihn schafft. Okay, Dean Stripe in Capron. Nein! Ja, er hat ihn nicht geschafft! Wie schafft der da hinten, Digga? Niklas, was machst du, Mann? Ich hätte nochmal neu anfangen müssen, weil ich in der Quarter schon gemerkt habe, fuck, ich bin ein bisschen zu nah an der Resi dran. Oh nein. Und deswegen habe ich ein bisschen verkackt. Digga, hätte ich von vornherein nochmal neu gemacht, wäre der gewesen, aber. Das sind diese nervigen Fehler, die man natürlich dann nicht wieder auswischen kann. Gib ihm da trotzdem einen Punkt drauf. Ja. Lass ihn, ey, ganz kurz, lass ihn einen Punkt dafür geben. Nein, Digga, wir einigen uns auf 1, würde ich sagen. Ein Punkt für Dean, das ist ganz nice, reicht auch. Du hast den One-Foot gemacht, Niklas ist weggerutscht, das heißt, deiner war besser, der Versuch. Für die mit Handicap hier. Ja, okay, jetzt bin ich dran mit dem nächsten Trick. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich habe lange überlegt, weil ich wirklich nicht viele nice Tricks auf Lager habe, um ehrlich zu sein. Aber ich mache jetzt mal einen Turndown, ganz normal im R. Und wenn er wirklich steasy ist, hoffe ich, dass ich auf jeden Fall viele Punkte bekomme. Weil Turndown ist genauso wie Invert, absolut ein stylischer Trick. Deswegen kann man da mehr Punkte bekommen, wenn man ihn halt nice macht. Also komm, wir ziehen mal durch den nicen Turndown R. Noch nie gemacht. Oh, aber geschafft. Ey, aber der war jetzt nicht so schön, oder? Also doch, der war sogar, also ich würde sagen, der war relativ clean. Niklas. Okay, Niklas, komm mal runter, ich möchte mal sehen, was du dazu sagst. Ich sage mal so, bei mir war natürlich der Tailwhip noch vorher an für sich natürlich gleichwertige Tricks. Wie viele Punkte hattest du dafür? Ich hatte 8, deswegen, weil er auch clean war, würde ich halt tatsächlich eine 7 geben. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Los mit euch, ihr gebt richtig gut Punkte ab, ja. Digga, hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wer gewinnen wird. Jetzt ist Niklas dran, hast du schon einen Trick, Digga? Ja, ich werde meinen Trick von eben nochmal versuchen und jetzt clean stehen. Oh, oh, das war eine Ansage hier. Woo! Yo, Whip Butter Cup! Digga, das sah richtig geil aus. Vor allem, er schafft den einfach First Try, hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber jetzt müssen wir erstmal die Punkte vergeben und mal gucken, wie viel Niklas das bekommt. Dean, was sagst du? Der war clean, oder? Der war sau clean gecatcht, schön hoch im R, schön weit oben gelandet, nicht im Flat. Digga, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Also ich schwebe gerade zwischen den Zeilen so 9 und 10, Digga. Ich hab gesagt zwischen 8 und 9. Lass in der Mitte treffen, 9. Dann lass 9 machen. Okay, gut, wir haben 9. Niklas, du hast jetzt 9 Punkte dazu bekommen, Digga. Das ist richtig stabil gewesen. Das war auf jeden Fall notwendig, nachdem ich eben einmal hingefallen bin. Ja, Mann, davor hast du ja versucht, ging nicht. Aber jetzt hast du ihn geschafft. 9 Punkte für dich, Niklas. Und jetzt gelohnt. Ja, jetzt ist Dean dran. Bist du ready? Hast du eine Idee, was du machen willst? Nope und nope. Okay, gut. Perfekt, wir fangen an. Gut, hau raus. Hast du eine Idee? Ja, habe ich. Und zwar möchte ich gerne Kickless Bar machen. Im R, ja? Ja, den habe ich zwar etwas länger nicht mehr gemacht. So, ich denke mal ein Jahr oder so. Kickless Bar ist aber echt nicht so schwer. Also es geht noch. Man muss sagen, ich kann den 0, aber der sieht nice aus, Digga. Kickless Bar, das ist ein schöner Trick. Also ich finde den jetzt nicht so einfach, bin ich ehrlich. Okay, dann mach ihn mal. Ich bin gespannt, ob du ihn schaffst, weil wenn nicht, hast du 0 Punkte, Bruder. Also. Oh, das ist die Motivation, die ich sehen will, Digga. Kickless Bar von Dean, let's go. Okay, Dean's Try für einen Kickless Bar. Oh, der, ey, aber der sah richtig schön aus, Alter. Also das Landen, ja, ging jetzt so.
ja, das war's dann jetzt komplett. Alles gut? Alles gut? Okay. Ey, aber ich muss sagen, der war wirklich nice first try. Der sah richtig geil aus, um ehrlich zu sein, aber der Tokyo Drift, Digga. Ich würde jetzt sagen, da wird Niklas wahrscheinlich wieder was auszusetzen haben. Also ein kleiner so... Wie nochmal? Wie war das nochmal? Ich hab's nicht verstanden. Ah, okay, danke schön. Wir holen jetzt erstmal Niklas und ich frag mal kurz Niklas, was er dazu sagt für den Kick des Bar Air. Niklas, hau raus, was sagst du? Der Tokyo Drift hat ein bisschen Punkt dazu bekommen. Das war schade für Dean. Ich würde sagen, 7 ist schon fair dafür. Ich hätte gesagt 6, aber 7 ist in Ordnung, weil... Ah, 6? Da hätte ich jetzt auch Einspruch eingelegt. Ja. Da, weil der halt echt eigentlich ein schwerer Trick ist. Kickless, Bar Air ist nicht ohne. Aber wie gesagt, 7 Punkte für Dean eingeloggt. Und mal gucken, wer am Ende gewinnen wird. 7 Punkte. Jetzt bin ich bin dran, ne? Jawohl. Jawohl, ich bin dran. Und ich versuche jetzt mal mein Bestes rauszuhauen. Scheiß jetzt mal komplett rein. Ich versuche mal einen Kickless Bar Air. Ich habe davor echt Angst gehabt, den zu machen. Aber wir jetzt den nach Hause nehmen, damit ich auch gewinne. Die meisten Punkte am Ende bekomme. Also komm, Kickless Bar Air jetzt hier im 180. Das wird, ja, glaube ich, nicht so nice. Danke, dass du nur nah rankommst. Fühle ich sehr. Oh. Oh, ist der Anfall, der war nicht, Digga, mein erster verkackter Trick. Okay, gut, haut mal raus, Niklas, komm mal her. Ich bin gespannt, ob ich jetzt 0 Punkte bekomme oder wenn ich 1. Also, müssen wir nicht lange diskutieren. Ich würde sagen, ein. Hat ja eben auch einen bekommen, ja, weil One Punkt gestanden, deswegen. Ja, safe. Wenigstens das, aber ich wäre zufrieden, hätte ich den geschafft, weil das wäre richtig krass gewesen für mich. Jetzt bis... Du bist schon wieder dran. Niggas ist wieder dran. Was machst du jetzt? Double Whip Buttercup? Nee. Ja, ich versuche mal ein bisschen was anderes. Ich mache dieses Mal ein Bar, Whip, Bar. Okay. BMR. Aber hoch oder versuchst du so richtig zu ballern? Ich versuche richtig zu ballern. Er versucht richtig zu ballern. Richtig, also zu komm. Ballern. Bar, Whip, Bar von Niklas. Let's go. Oh, der war so schön, Digga. Ah, der war richtig gut. Ein Kennerauge hat den Fuß hier gesehen. Ist das so gelandet? Das würde ich aber noch bei der Zeit und danach. Replay. Ja, okay. Also, wenn man wirklich pingelig ist, hast du schon recht, Dean. Also, nee, ich will nicht sagen, er war komplett clean, schön hochgekachelt, schön gecatcht. Ich hätte gesagt, es wäre eine 10, aber der Fuß macht zu einer 9. Also, meine Meinung. Okay. Also, ich will auch sagen, eine 9 ist stabil. Mit einer 9 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also, darauf lasse ich mich ein. Weil der war wirklich sehr hoch. Das kam wahrscheinlich auf Kamera 0 so rüber. Sehr, sehr hoch und sah auch richtig. Ich sag ja ballern, ne? Ja, ballern, Digga. Alles hier richtig ballern. So, Dean ist jetzt dran mit seinem allerletzten Trick. Komm, Dean, gib alles, damit du jetzt nochmal hier das Ding nach Hause nimmst. Oder verkackst, damit wir gewinnen. Ich hab schon überlegt, was willst du machen, Bro? Also, da ich weiß gar nicht, am zweiten, dritten habe ich ja Capron probiert. Den werde ich jetzt mal probieren. Noch ein Capron. Okay. Ja, letzter Trick. Ich glaube, wenn ich den schön mache, könnte das eine 10 werden. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, dass du dazu, sag ich mal, stimmt. Gucken wir mal, gucken wir mal. Niklas wird was auszusetzen haben. War der nicht so clean wie so? Ich bin halt ein bisschen in die Knie so zur Seite gegangen. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Niklas, komm runter. Ich will deine Meinung hören. Okay, Bro, was sagst du zu dem Trick gerade? Ja, also ich kann halt nur sagen, es war ja erstens schon mal auch zweite Versuch. Ne? Vorhin hat er ihn ja schon mal versucht. Ja. Deswegen kann ich sowieso nicht die ganze Punktzahl geben. Das stimmt. Aber der war schön, aber die Landung war ein bisschen so, ne? Ja, so lala. Und zwar ein bisschen weit unten gelandet. Also es war nicht so ganz hoch im Air. Aber wird schon, auch weil es der letzte Trick war, nochmal den Trick, den man nicht geschafft hat, nochmal zu probieren. Also ich würde schon eine 9 geben. Eine 9? Okay, geil. Hätte ich jetzt auch ungefähr gesagt. 9 für Dean. Das ist auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben. Ihr seht gerade die Punktzahl. Mal gucken, wer jetzt die meisten Punkte nach Hause hat. Jetzt bin ich dran mit dem nächsten Trick. Ich hoffe, ich verkacke nicht. Ich versuche jetzt mal einen Whip-Bar. Ich werde jetzt nicht so reinkacken, weil ich will lieber ein paar Punkte mitnehmen, als dass ich gar keine Punkte mitnehme. Also komm, Whip-Bar Air. Ich hoffe, den schaffe ich first try. Oh, ich hasse den Trick. Oh, first try, Stevie. Nice gecatcht. War auf jeden Fall nice, meiner Meinung nach. Aber Whip-Bar ist nicht schwer, deswegen... Haut mal raus, was würdet ihr sagen, was für Punkte ich bekomme? Wie du schon gesagt hast, Schwierigkeitsgrad ist natürlich nicht so hoch, aber sehr schön durchgeführt. Danke. Aber komm, daher, ich würde halt, ich sag 5 Punkte. Dean, was sagst du? Ich würde auch 5 Punkte sagen, weil bei der Flair hatten wir, glaube ich, auch 5 gegeben. Ja, und stimmt. Ich würde Bar eigentlich schon ziemlich gleichsetzen mit Flair. So. Würde ich auch, also für meine Verhältnisse, damit du Bescheid wirst. Also gut, ich habe nochmal 5 Punkte extra und jetzt ist Niklas dran mit seinem letzten Trick. Vielleicht schaffst du das Ding nach Hause heute. Komm, versuch mal irgendwas. Was hast du vor? Was ich machen soll. Dann überleg mal. So, jetzt meinen letzten Trick. Werde ich einen Bright Double Whip versuchen. Oh, okay. Einen Abschluss mit einem Bright Flip, 2 Tail Whip. Dann zieh mal durch. Mal gucken, ob das was wird. Oh. Oh, Bright Double Whip. First try, nice. Gut, Dean, was willst du sagen? Wie viele Punkte? 9. 9 Punkte?
9 Punkte würde ich auch sagen. Ist jetzt kein krasser Trick so vom Ding her, aber er hat ihn geschafft. Du kriegst jetzt 9 Punkte von uns, Bruder. Sehr schön. Das, bist du zufrieden? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Okay, nice. Wir werden jetzt erstmal aus und gucken, wer gewonnen hat. Also, wir haben jetzt alles ausgewertet, beziehungsweise ich. Seid ihr gespannt auf das Ergebnis? Ja, also, safe. Ich bin schon relativ selbstbewusst, muss ich sagen. Meine Tricks waren auf jeden Fall deutlich besser als Dienst und ja, was soll ich schon sagen, ne? Aber no front, oder? Ja, also no front. Okay, gut. Ich sag euch das Ergebnis. Der dritte Platz bin ich. Also, ja, nice. Ja. Und der zweite Platz, und damit auch der andere, der jetzt nicht aufgezählt wird, ist dann erster. Also, zweiter Platz geht an mich. Nein, nein, Dean ist zweiter Platz geworden. Niklas hat das nicht gewollt. Ich würde sagen, danke fürs Mitmachen. Könnt ihr gerne mal abchecken. Alle in der Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und rein, Leute, peace.